Ingrid Pfeil aus München nimmt einen weiten Weg auf sich, um Fleisch zu kaufen. Während andere den Supermarkt oder Metzger um die Ecke ansteuern, ist sie bis nach Barischzell gefahren. Am Fuß des Wendelsteins startet ihre Wanderung. Ich hole halt 5 Kilo gemischtes Weidefleisch. Das sind Rouladen, Hackfleisch, Gulasch, Braten und Suppenfleisch. Genau. Und ausnahmsweise habe ich mir heute eine Zunge bestellt, eine Rinderzunge. Und auf geht's. In rund 45 Minuten wird Ingrid Pfeil den Siegelhof erreichen. Der Siegelhof in Hochkreuz auf rund 1000 Metern. Der Bergbauernhof zählt zu den höchstgelegenen Deutschlands. Ein Familienbetrieb, der seit Generationen in den Händen der Familie Winkler liegt. Das Milchvieh wurde ersetzt durch Weideochsen. Seit diesem Sommer wird das Vieh am Hof geschlachtet, im eigenen Schlachtraum, der in eine Garage gebaut wurde. Deutschlands höchster Schlachtraum. Wir sind der zweithöchstgelegene Bergbauernhof Deutschlands. Und den höchstgelegenen, den kennen wir auch. Und der hat keinen Schlachtraum, also wird es noch schon so sein, ja. Die Weideochsen hatten einen schönen Bergsommer. Aber irgendwann steht er halt an, der letzte Gang. Heute für diesen Ochsen. Ja, wir schauen schon nach dem Alter, wie alt, wer der Älteste jetzt ist, aber halt auch, wer jetzt am besten beieinander ist. Der Weg von der Weide zum Schlachtraum beträgt nur wenige hundert Meter. Die Kamera bleibt draußen. 2 Wochen hängt das Fleisch in der Kühlung für die optimale Reifung. Die Edelteile, Lende und Filet hängen etwas länger. Der Schlachtraum ist mit viel Eigenleistung entstanden. Rund 30.000 Euro hat er gekostet. Der Schlachtraum ist EU-zertifiziert, was eine Direktvermarktung erst möglich macht. Damit verbunden sind jede Menge Auflagen. Man braucht ja für die EU-Zertifizierung eben die kontaktlosen Waschbecken. Man braucht diese Hygieneschleuse, man braucht spezielle Fenster. Es muss alles in dem Raum abwaschbar sein und eben wasserfest. Beim Schlachten und Zerlegen gibt es eine klare Arbeitsteilung in der Familie. Das übernimmt Metzger Robert, der Schwager von Josef Winkler. Ich hatte nur Bedenken wegen den Räumlichkeiten, weil, wie gesagt, schon die Auflagen so hoch waren oder noch sind nach wie vor. Das waren meine einzigsten Bedenken. Ansonsten. Eine Hofschlachtung ist aufwendig. Die Schlachtabfälle müssen selbst ins Tal gebracht werden. Geschlachtet wird nach dem Terminplan des Tierarztes. Er kommt für die amtliche Fleischbeschau. Das kostet, also die Anfahrt kostet. Da gibt es die Lebendbeschau erst, vor dem Schlachten und dann danach die Fleischbeschau. Und da zahlst jetzt mal die Anfahrt. Das längere Leben der Ochsen, die vielen Auflagen, das alles bestimmt den Preis. 18 Euro kostet das Kilo Weidefleisch. Es könnte auch im Internet bestellt werden. Aber heute ist Abholtag auf dem Siegelhof. Ingrid Pfeil ist inzwischen gut oben angekommen und verschnauft erstmal im Hofcafé. Ihre Ware wartet nebenan auf die Abholung. Sehr schön. Ein kleines Special bei uns bestellt, die Rinderzunge. Die, wo wir eingefroren haben. Aha. Genau, da habe ich jetzt Robert, unseren Metzger, noch mal gefragt. 10% Pökelsalz ins Wasser und dann einpökeln einen Tag. Okay. Genau. Die lange Anreise zum Fleischkauf lohnt sich auf jeden Fall, findet die Münchnerin. Man geht drauf, man sieht die Tiere auf der Weide stehen. Und es ist klar, mit dem Schlachthof, mit dem Schlachtraum, die haben natürlich auch keinen weiten Weg, die müssen nicht rumgefahren werden, die haben keinen Stress. Und abgesehen davon, das Fleisch schmeckt einfach richtig, richtig toll. Mit 5 Kilo Weidefleisch im Gepäck geht's wieder abwärts ins Tal. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.